Marmelade, Kuchen, Likör, Eis oder einfach so in den Mund. Wir befinden uns mitten in der Erdbeersaison. Überall bekommt man die Früchte jetzt. Aber am frischsten und am leckersten schmecken sie direkt vom Feld. Und deswegen sind wir auch genau da, nämlich bei der Ernte, mit dabei. Endlich ist sie wieder da, auch wenn man sie ein bisschen suchen muss. Aber wenn man sie erst findet, ist die Freude umso größer. Es kribbelt immer direkt in den Fingern, wenn die Saison beginnt. Ist aromatisch, richtig fruchtig und einfach nur schön. Oh, guck mal, schöne große. Handverlesen sind die Erdbeeren auf dem Feld im brandenburgischen Altlandsberg. Erdbeersaison heißt hier selber pflücken und selber bücken. Wer die frischen Früchtchen mit nach Hause nehmen mag, muss sich oder andere motivieren. Hallo, so macht man hier voran. Mein Mann, der ist hier am Aufschneiden, aber in Wirklichkeit hilft er sehr gerne, wenn ich die Konfitüre mache. Also da bleibe ich nicht allein. Also das ist Show. Ich frage mich immer, warum die Erdbeeren, warum man die nicht hochzüchtet. Die gehen nur in die Plantation und da kann man doch mal höher machen. Also an Lanien kann jeder gehen oder in den Supermarkt oder so, aber selber pflücken, man weiß, was man hat im Korb. Ne? Frischer kann ich sie nicht kriegen. Im Laden stehen sie schon länger, das ist nun mal so. Das war ein bisschen das Kreuz nicht so gut, aber dafür schmeckt es umso besser dann. Sie machen das 8 Stunden lang, die Erntehelfer pflücken im Akkord. Mehrere hundert Kilo jeden Morgen, fast alle kommen aus Polen und fahren nur am Wochenende nach Hause. Wie Piotr, 5,60 Euro verdient er pro Stunde, wenn er besonders viel abliefert, etwas mehr. Hier ist noch ein bisschen besser Geld wie in Polen und ich habe gute Arbeit hier. Ohne die Helfer aus Polen wäre die Saison in Brandenburg kaum zu meistern. Dabei ist die Erdbeere für viele die beste Frucht des Jahres. Man kann sie sofort einfach so essen. Man kann Kuchen draus machen, man kann verschiedene Desserts machen, man kann sie einwecken, also verarbeiten. Aber man kann sie eben auch einfach so in den Mund stecken, ohne dass man sie erst groß verarbeiten muss. Und ist natürlich super lecker. Und so sind einige Selbstpflücker hier vor allem auch Selbstesser. Das Naschen auf dem Feld ist schließlich erlaubt. Sag mal, naschst du nur oder pflückst du auch? Ich pflücke auch, aber meistens halt esse ich. Wenn man schon beim Pflücken ist, dann muss man auch naschen dürfen. Es fehlt nur noch die Sahne und der Kuchen dazu und dann ist alles perfekt. Ich hab's noch nicht gekostet. Wie haben wir das geschafft? Wir trinken ja lieber den Erdbeerlikör, denn. Ja. Für die Hälfte des Ladenpreises wandern die Beeren körbeweise vom Feld Richtung Kuchen oder Likör. In jedem Fall die wohl süßeste Versuchung dieser Saison.